Das kann ich mir nicht vorstellen. Hallihallo, ihr Lieben. Freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Durch Corona sind ja wahnsinnig viele Themen aufgewirbelt worden, die wir jetzt miteinander so im Internet teilen, posten, darüber philosophieren. Und immer wieder lese ich dann diesen einen Satz, na, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dieser Satz bringt uns nicht weiter, denn alles, was wir uns nicht gerade jetzt vorstellen können, hat es ja schon gegeben. Das heißt, die Muster zeigen, dass alles, was wir uns nicht vorstellen können, ich sage jetzt zum Beispiel Eugenik, dass jemand vorhat, eine Herrenrasse zu etablieren und andere Menschen sozusagen zu vernichten. Ja, ich kann mir das jetzt gerade auch nicht vorstellen, aber es hat schon gegeben. Und uns bringen keine Diskussionen weiter, wo wir immer über das Ego urteilen, denn das Ego hat so eine Eigenart, alles, was es sich nicht vorstellen kann, das gibt es nicht. Uns bringen vielmehr weiter Musterdenken, dass wir uns fragen, na, wie war das bisher? Was geschah bisher? Fanden wir solche Entwicklungen in der Geschichte? Wenn wir so an diese ganzen Themen herangehen, dann können wir gemeinsam durch die Vernetzung das Leid beenden. In diesem Sinne, alles Liebe.